Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Assassin's Creed Unity. Mit unserem geilen Phantomumhang. Und wen haben wir zu erledigen? Ah? Okay. Da klaut jemand. Sieh nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Soweit ist es mit Ah, Frankreich nun Latouche! gekommen. Parasiten saugen die Revolution aus. Ach, der mit seinem Parasiten Döns. Dass mal wieder der getötet wird. Okay, wir versuchen das diesmal beim ersten Versuch direkt auf dem Nee, was einfachsten Wege du blöd töten. denn? Komm her, du Wicht, ich habe eine blutige Nachricht für dich. Anhalten! Auf ein Wort! Wo gehst du hin? Ja. Gut, einmal da durchlaufen. Wieso eigentlich sehen die mich direkt und lassen alle anderen NPCs durch? So, komm. Hahaha. Es hat geklappt. Entlassen? Aber warum? Weil Monsieur Latouche euer letzter Bericht einige Fehler enthielt. Monsieur, ich habe es dreimal überprüft. Alles korrekt. 10.000 Livres sind aus der Schatzkammer Ihrer Majestät verschwunden. Tut mir leid, Latouche. Guten Tag. Ich glaube, der eine hat diese. Ich hörte, ihr wart Steuereintreiber. Ja, Herr. Gut. Ich kann jemanden wie euch gebrauchen. Das sind Parasiten, nichts weniger. Wie meint ihr das? Ich meine gierige Bastarde, die Geld veruntreuen, anstatt ihre Arbeit zu tun. Wenn du nur die Hälfte davon wüsstest, was die Ratten vom Chef aufschnappen. Erzählt mir mehr über euren Chef. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und was soll ich tun, Großmeister? Ich vertraue eure Dienste den Händen unseres Agenten im Konvent an. Le Pelletier? Le Pelletier mag nützlich sein, doch wir haben noch andere Freunde in der Regierung. Monsieur Latouche, darf ich vorstellen, Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, ich höre, dass Versailles von Parasiten befallen ist. Okay, dann einmal würde ich sagen, hauen wir ab. Hallo. Nach oben, bevor die mich abschießen. Perfekt. Naja, jetzt können die mich nichts mehr anhaben. Das Laufen über die Dächer ist immer das Beste zum Verschwinden, habe ich nach einer Zeit herausgefunden. So. Und scheinbar ist der gewisse, oder war der gewisse Latouche, wirklich ein ehrenwerter Mann. Wer dachte das? Verdammt, Sie sind wieder hinter uns her. Oh. Ich bin dran. 2 Sekunden. Wir sind nah dran, Novize. Zwischen Arnaud und Germain kommt es in den nächsten Monaten zu einer Konfrontation. Wir wissen bloß nicht, wo oder wie sie endete. Wir zählen darauf, dass du es rausfindest. Ich hab's. Das Portal ist offen. Wenn alles gut läuft, ist das deine letzte Zwangsmigration. Und wenn's nicht so gut läuft, erleidest du einen hippocampalen Schock und wirst den Rest deines Lebens durch eine Sonde ernährt. Lass uns das nicht vertiefen, okay? Ja. Dann beeil dich mal ein bisschen, Arno. Ich möchte nicht an einer Sonde hängen bleiben. Das wäre etwas suboptimal, würde ich sagen. Wenn ich dann noch den Assassinen ihre Dienste leisten sollte. Na komm, lauf da hinten oder so.
springen kannst du ja weit genug. Das ist irgendwie etwas unrealistisch, aber egal. Komm, spring rein. Schön. So. Am Boden, aber nicht am Ende. Super. Ein Erfolg. Gut, dann mal gucken. Ja, wo wir hier sind. Das könnte dir bekannt vorkommen. Paris im Mittelalter, spätes 14. Jahrhundert. Ah. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Kann das diese Szene sein, die wir ganz am Anfang hatten? Es kann sehr gut sein. Ist das diese Szene mit König... Nein. Doch, König... keine Ahnung, ist König Ludwig. Denn... Die lebten ja noch. Also die Könige lebten ja noch zu Zeiten des... König Philipp. Entschuldigung, König Philipp. Hallo? Wie wär's, wenn du da oben hochkletterst? Gut. Lebten ja zu der Zeit noch. Was macht denn da? Ich konnte es jetzt leider auf die Schnelle nicht sehen. Egal, einmal weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Was haben wir hier? Ach, die haben hier schon mal eine Brücke gekappt oder sowas. Komischerweise brennen hier immer... Oh, shit. Lichter, aber die müssten ja brennen, wenn ja hier Menschen noch da sind. Nur weil der Programmcode beschädigt ist, sind ja Lichter. Aber die Laternen hängen an sehr, sehr komischen Stellen. Oh, scheiße. Diese Simulation bricht zusammen. Finde den Ausgang. Schnell. Ja. Aua. Gut. Dann lauf mal eine Runde. Komm schon. Schön. Oh, das sieht ja sau schön aus, muss ich sagen. Also ich muss sagen, Assassin's Creed macht da vieles richtig mit der neuen Engine. Mit dem Performance-Problem auf der Xbox und der PlayStation ist jetzt zu schweigen. Aber es liegt wahrscheinlich auch eher an der Leistung der Konsolen. Mal gucken, was dann mit den neuen grafischen Stellen alles herkommt. Oh. Ja. Hindernislauf. Auch mal schön. Du bist fast da. Oh. Soll ich vielleicht gucken, wo die einschlagen? Da kommen die! Zu spät. Ja? Vielleicht guckst du diesmal, wo die hinkommen. Folge meiner Stimme. Geh zum Ausgang. Schnell! Wie soll ich deiner Stimme folgen, wenn ich nicht weiß, wo die herkommt? So, komm. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das wäre so eine Kategorie Epic Fail of Epicness. Irgendwie sowas in der Richtung. Richtig scheiße. Aber naja, so ist das nun mal. Gut, dann versuchen wir das Ganze halt nochmal. Boom. Ja. Diesmal behalten wir auch die Steine im Auge. Oder auch nicht. Können wir hier hochlaufen? Ja, wir können hier hochlaufen. Oh, da kommen die. Folge meiner Stimme. Geh zum Ausgang. Schnell. Ja, in Helix haben die wahrscheinlich Dolby Surround. Oder es gibt ja jetzt was Neues. Es gibt ja jetzt nicht mehr Dolby Surround, sondern Dolby Atmos. Haben die bestimmt in Helix haben die Dolbo Atmos.
eingebaut, dann kann man bestimmter Stimme folgen. Ja, und damit haben wir auch die Serverbrücke fertig gemacht. Wie toll. Ich würde sagen, dann können okay, wir jetzt Nobby, auch... So bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Ja, wieder nach Paris zurückkehren. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oder ist es eine andere Stadt? Ich weiß es nicht. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind Germain keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre. Okay. Ja, ich würde sagen, diesmal war es eine ziemlich kurze Session. Oder diesmal war es eine ziemlich kurze Folge, weil das die letzte Aufnahme an der Session ist. Tut mir deswegen leider leid, aber dagegen kann ich nichts tun. Deshalb machen wir jetzt noch ein bisschen Charakteranpassung. Ja, zum Beispiel einen Gnadenstoß kaufen wir uns vielleicht. Oder irgendwie sowas. Ich finde eigentlich den Gnadenstoß ziemlich cool. Kauf dir den Gnadenstoß. Bitte. Nein, wir gehen erst nochmal in die anderen Sachen. Ohne Nachladen. Schlösser knacken. Ja gut. Schlösser knacken. Gut, und damit würde ich mich verabschieden heute in der ziemlich kurzen Session, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.